Dann können wir die Röhre abgeben und die Stückchen, Metalle. Und dann irgendwann suchen wir nach der Klinge für Dagon. Was sagt er dir? Wir ruhen es Dagons Klinge suchen. Oh Mann, hört mir doch mal zu. Das ist so unhöflich. Ihr seid unhöflich. Sterbort. Ich sollte speichern. Speichern, 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 speichern. Im Sandsturm. Aschesturm. Es ist Asche-Chicken, nicht Sand. Chicken. Magiergilde. Los, los, los. Wenn geh mir aus dem Weg. Sollte, so, ich habe deine Röhre. Ja, das ist, was ich wollte. Nun kann ich endlich diese Bücktucht studieren, über die die Zwerge geschrieben haben. Ich bin beeindruckt über eure Hingabe an die Gelehrsamkeit. Gute Arbeit, Chicken. Oh, wie nett, wie nett, wie nett. Wenn ihr etwas benötigen solltet, an? So werde ich euch gerne helfen. Zieh das mal Schuhe an. Und du steckst in der Tür fest. Willkommen, wie ein Freund soll es sein. Er hat mich schon wieder erlassen. Egal. Aber apropos schon wieder. Rappi hat mich bisher noch gar nicht in Skype angeschrieben. Und das, obwohl ich wieder Internet habe. Falsche Taste, Chicken. Ja, jetzt kommt auf einmal wieder die Skype-Steuerung hoch. Was willst du? Nichts. Ich, hab dein ich grüße euch vielmals. Metallstückleins. Ja. Ihr habt also welche gefunden. Nun, ich werde euch einen fairen Preis dafür bezahlen. Was haltet ihr von 250 pro Stück? Das sollte eure Taschen wieder ein bisschen auffüllen. Ja, hast du noch irgendwas an Arbeit? Eindel, ein Bosmer, so wie ich, besitzt einige sehr gute Pfeile, die Pfeile des Ermessens. Eindel besitzt 4 Pfeile des Ermessens. Das sind sehr seltene Pfeile, die in meinem Heimatprovinz Valenwald hergestellt werden. Eindel ist eine der Wachen in Haus Letri in Altrun. Wenn ihr die Pfeile dort findet, könnt ihr sie gerne benutzen, aber die Gilde wird euch einen sehr guten Preis zahlen, wenn ihr sie nicht haben wollt. Einzigartige Pfeile, hä? Huh? Kriegt Chicken solche Ohren. Sie mag Sachen, die einzigartig sind. Ja. Gut, aber ich habe Platz im Inventar. Wo sie eigentlich nicht so viel wiegen dürften. So wie die ganzen Sterne am Horizont. Himmel. Ach, dieser Nachthimmel. Das erinnert mich an einen gewissen anderen Nachthimmel. Eines gewissen anderen Elder Scrolls Spieles. So. Ach, schön. Wo ist denn Haus? Le Tru. Le. Soreti. Le Tri. Mrs. Blub. Spitze Gegenstände sind spitz. Ja, und da liegen sie auf dem Bett. Herrenlos! Jetzt muss ich nur warten, bis Levitation weggeht.
damit ich schleichen kann. Lektion im Bogenschießen. Bringst du mir nicht bei, weil ich das wahrscheinlich schon gelesen habe. Könntest du aufhören zu patrouillieren, Wache? Ja? Und Levitation könntest du... Ne? Komm, ich verschnell das jetzt. Die bannen. Tschüss, Levitation. Tschüss. Die haben auch schon... Schickes Muster haben sie. Ich mache mit Diebesvolk kurzen Prozess. Ich hab mal Lust dafür. Aber jetzt sind... immer noch. Nein, oder? Doch. Kenne ich euch nicht? Ach, wisst ihr was? Ihr seid erledigt. Widerstand leisten. Verfluchtes Diebesvolk. Ja, verfluchtes Diebesvolk. Wie sie jetzt alle rumrennen. Egal. Wieso sollte ich mich ergeben? Ich bin hier oben, ihr hier unten. Es kann mir sowas von egal sein. Und da ist mein Liebling Zungenkröte, der so nett ist und mein Kopfgeld einfach so verschwinden lässt für 500 Raken. Ja! 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 Ich grüße euch vielmals. Ja, ich habe die Pfeile. Ich möchte sie gern behalten, weil sie so schön aussehen. Ich hoffe, sie werden euch helfen. Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet, Marodeur. Falls ein Kopfgeld euch ausgesetzt wird, kann ich da was tun. Bla bla bla, wirst du doch sowieso nicht. Krieg die Förderung, Hauptmann. Niemand stellt eure Fertigkeit als die Frage. Aber meine Loyalität. Ja. Oder ihr könntet mit dem Meisterdieb selbst reden. Mit Jim Darcy. Er ist in Vivek, aber er lässt nur ausgesuchte Leute für sich arbeiten. Ich bin noch ausgesucht, ne? Sucht in Vivek nach ihm. Ihr werdet ihn im Keller von Simine Frali Nies Buchladen im Fremdenviertel finden. Ja. Aber jetzt werden wir nicht sofort zu ihm gehen, sondern erst in einigen 300 Jahren Folgen später. Und das ist die Centurio-Spinne, die wir repariert haben. Kann ich euch helfen? Hallo Spinne. Kann ich mit dir reden? Wie uncool ist das denn? Nein, kann ich nicht. Mit meinen Tieren zu Hause kann ich reden. Was willst du? Narile Sardoro. So, Chicken hat alles getan, was sie in dieser Aufnahmesession machen wollte. Mehr oder weniger. In die Falle stehen wollte ich eigentlich erst in der nächsten Aufnahmesession machen, aber egal. Nee, damit möchte ich noch nicht anfangen. Oder? Wie sah ich mit meinem Inventar aus? Ach, wie viele Minuten habe ich noch? 4 ungefähr. Ich kann jetzt hier nicht 4 Minuten rumstehen und nichts tun. Dann gehe ich schon mal zu denen, mit denen wir das nächste Mal weitermachen werden. Im Dunkeln. Aber ich habe Angst im Dunkeln. Hier können sich die Netzspuren verstecken mit einem Träumer. Hallo Träumer. Träum nicht vor dir hin. Setz dich in Bewegung. Ihr redet wahrlich zu viel. Das muss ich tun. Ich bin Elpeer.
Das hier ist ein LP, kein Walkthrough oder ein Game. Ein Playthrough. Ja, ein Gamethrough. Klippenläufer, geh weg. Du bist nicht für meine nächsten Quests vorgesehen. Und dann muss ich nochmal den genauen Standort von dieser einen Höhle suchen, die ich dann gesucht habe, in der Nähe von Magan. Aber wir werden dann beim nächsten Mal hier weitermachen. Kaiserliche Legion. Yep. Wir können uns ja schon mal den Auftrag anhören. Mit wem muss ich reden? Mit dir nicht? Dir nicht? Wenn ich euch irgend... Dir nicht? Dir nicht? Dir auch nicht? Ich glaube, es wird eine größere Herausforderung sein, die Person erstmal zu finden, mit der ich reden muss. Nein. 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 Womit kann ich euch helfen? Ja, gefunden. Mit ihr werden wir dann reden. Mit dieser Nord. So liebe ich das. Direkt und ohne langes Gerede. Kommt nur. Ihr gefällt mir. Wenn du meinst. Das ist schön. Darf ich in deinem Bettchen schlafen? Also, nicht in deinem Bettchen. Ich meine hier, ne? Wie geht es euch? Darf ich? Oder werde ich dann hinterher verprügelt? Gut, ich bin noch am Leben. Mehr oder weniger wie ein Vampir am Leben sein kann. Egal. Hallo, Imsin die Träumerin. Na. Wenn das nicht mal ein erfreulicher Besuch ist. Wie geht es euch? Schleimerin. Ja, ich bin nicht in Uniform. Sorry. Was? Beförderung? Ich habe noch gar nichts für sie gemacht und bekomme direkt eine Beförderung. Befehle. Dweme Artefakte werden durch Altrun geschmuggelt. Ich glaube... Drina Varion ist dafür verantwortlich. Ich glaube, Drina Varion ist ein Schmuggler. Ich bitte euch nur ungern darum, das Gesetz zu brechen. Doch wir brauchen etwas, um ihn zu überführen. Sucht seine Behausung in Altrun auf und bringt mir alle Dweme-Artefakte, die ihr dort findet. Alle. 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 In anderen Worten... Wir müssen sie stellen. Gut, dass ich in der Diebesgilde bin. Ha, 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 ha. 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 Aber wie dem auch sei. Ha. Ha. Jetzt bin ich mal ein Türblockierer. So, Chicken blockiert jetzt die Türe, damit niemand mehr durch kann. Und verabschiedet sich dann für diese Woche mit Morrowind. Wieso wollte ich jetzt Tomb Raider sagen? Ich weiß es nicht. Das hier ist nicht Tomb Raider. Ich habe nicht mehr Tomb Raider in meiner LP-Auflistung, die gerade vonstatten ist. Hm. Ah. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Ach, jetzt kommt bestimmt irgendjemand und fragt, kannst du zum Blöder-LP machen? Und wenn es mal wieder Rappi ist, weil er fragt ja so gerne Sachen, ne Rappi? Zum Beispiel ein gewisses anderes Spiel, was ich ihm schon versprochen habe, aber... Ist ja egal. Ich drehe mich jetzt hier eine Runde. Blockier Imsin, weil sie gern durch die Tür möchte. Aber ich werde sonst immer so von ihnen blockiert. Jetzt mache ich mal Rache. Gleiches mit gleichem vergelten. Hahaha. Ha, ha. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, ihr meine kleinen Freunde der Nacht. Bis dann. Und er dreht sich immer noch weiter, die Kamera.